Coenzym Q10, Ubiquinon, das Schlüsselmolekül, wenn es darum geht, dass du aus deinem Stoffwechsel ordentlich Energie beziehen kannst. Und auch viele antioxidative Wirkungen hat Ubiquinon und auch eine wichtige Schutzfunktion, gerade wenn es um Fettkomponenten im menschlichen Körper geht. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutke. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt, unter Abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr mit den richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Ubiquinon, also Coenzym Q10, ein wirkliches Zauberstöpfchen im menschlichen Körper sozusagen. Ein wirklich erstaunliches Molekül, das gerade jetzt beim Energiestoffwechsel eine zentrale Funktion erfüllt, aber auch sehr gute antioxidative Wirkung hat und vor allem eine wichtige Schutzfunktion der Fettkomponenten im menschlichen Körper. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Enzym, also um ein Coenzym. Wichtig im Stoffwechsel, Enzyme sind immer dafür verantwortlich, dass sie etwas aufspalten. Das heißt, es kommt etwas an und das wird dann geteilt. Wichtige enzymatische Funktion von Q10 ist jetzt gerade bei der Energiebereitstellung. Um das Potenzial von Q10 jetzt zu erkennen, gerade wenn es jetzt auch um gewisse Erkrankungen geht, zu den einzelnen natürlich unten Studien dann verlinkt, oder besser gesagt Forschungsartikel, müssen wir heute oder werfen wir heute jetzt einen Blick einmal in die Zelle und vor allem an die Zelle und auch noch einen Schritt weiter hinein zu den Zellkraftwerken, also zu unseren Mitochondrien. Die arbeiten ja 24/7 für uns, also die ganze Woche 24 Stunden am Tag, nur zu dem einzigen Zweck, dass eben ATP, das Adenosintriphosphat, unsere körpereigene Superenergie hergestellt wird. Und dieses ATP ist jetzt sozusagen, wie gesagt, unser ultimatives Energiestöpfchen im menschlichen Körper. Man könnte es auch als Währung bezeichnen. Das heißt, wenn irgendwas im Körper verführt wird, muss immer ATP ausreichend vorhanden sein, damit das ordentlich funktioniert hat. Wenn es mit der Körperenergie schlecht ausschaut, wenn die Entzündungswerte nicht passen etc., wenn es schon aufgrund des erhöhten Alters natürlich zu Fehlfunktionen kommt, gerade dieses Q10 ist da bei vielen Stoffwechselabläufen so zentral beteiligt, da sollte man sich es einmal kurz anschauen, ob man es ausreichend hat, ob man da vielleicht noch etwas verstärkter reingehen sollte mit der Q10-Aufnahme. Wie gesagt, zu den einzelnen Punkten dann unten noch die Studien verlinkt. Da ist dann natürlich auch die Dosierung dann angegeben. Also wenn man jetzt in Betracht zieht, dass man mit dem Q10 raufgeht, unbedingt einmal drüber schauen. Jetzt aber ab an die Erklärtafel, jetzt schauen wir uns überblicksmäßig einmal an was für Körperbaustellen Q10 jetzt entscheidend beteiligt ist. Dann kann man es auch selber besser abschätzen, benötigt man jetzt Q10 jetzt verstärkter, hat man es ausreichend, wie sind die einzelnen Symptomatiken, sollte man da jetzt wieder ein Auge drauf haben. So, und jetzt schauen wir uns an, für was das Coenzym Q10 im Körper wirklich zuständig ist. Es sind drei Baustellen und wir fangen jetzt sozusagen im Mikrokosmos des menschlichen Körpers jetzt einmal an. Bei der größten Baustelle dann bei der menschlichen Zelle. Dann gehen wir über die Zellfabrik, über die Mitochondrie und selbst in der Mitochondrie hat das Coenzym Q10 jetzt noch bei der Elektronentransportkette ein gewaltiges Wort mitzureden, dass es dort ordnungsgemäß läuft, dass du viel Energie rausbeziehst aus dem, was du in der Nahrung als Energiestoff dann drinnen hast und vor allem wichtig, dass der Körper eben nicht proportional viel Schaden zieht. So, wir fangen beim Größten jetzt natürlich an, bei der Zelle selbst. Dort hat gerade Coenzym Q10 eine ausgezeichnete Wirkung als Antioxidant jetzt. Das heißt, bei der Verstoffwechslung selber oder von freien Radikalen natürlich aus unserer Umwelt treffen freie Radikale, da haben wir es schön, die kleinen Teufelchen, treffen auf die Zelle ein. Die Zelle schützt sich mit einer Doppellipidschicht, mit einer Phospholipidschicht, das heißt ein Teil Phosphor, ein Teil Lipid, also Fett. Und wenn diese freien Radikale jetzt auf diese Fettschicht treffen, auf diese Doppellipidschicht, dann kann es zur Lipidperoxidation kommen. Das heißt, diese Fettkomponenten oxidieren dann und dann kann es zu einer Kettenreaktion kommen. Das heißt, das oxidiert das Fett, wird dann sozusagen zusammengeschoben. Es kann zu Löchern in der Zelle kommen und wenn es ganz blöd läuft, wenn diese Kettenreaktion vorherrscht, dann kommt es dann im Endeffekt zum Zelltod. Das heißt, gewisse Zellen werden dann absterben, wenn diese Kettenreaktion dann vorherrscht. Freie Radikale sind der Startschuss sozusagen. Coenzym Q10 ist jetzt gerade für den Schutz der Fettkomponenten, dass diese Kettenreaktion dann irgendwann einmal unterbrochen wird, immanent wichtig. Jetzt gehen wir natürlich in den Körper noch ein Stück weiter hinein, denn
Wo beziehen wir die Energie her? Das sind die Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke. Und in diesen Zellkraftwerken wird dann unsere Körperenergie hergestellt, das ATP. Und gerade dort hat gerade dieses Coenzym Q10 jetzt eine entscheidende Funktion. Ist sozusagen bei diesem ganzen Ablauf, bei dieser Kettenreaktion ein richtiges Unikat, das Coenzym. Schauen wir uns gleich an. Das heißt, hier haben wir jetzt einmal eine handelsübliche Mitochondrie, ein Zellkraftwerk. Jede Zelle hat tausende dieser Mitochondrien und die sind dafür zuständig, dass du, wenn du jetzt Energiestoff über die Nahrung beziehst, das wären dann halt Kohlenhydrate, Fette oder bei der Umbildung dann noch Ketone. Eiweiß könnte dann auch noch umgebildet werden, wird aber dann sozusagen durch die Gluconeogenese erst in Treibstoff umgebildet in der Leber. Das kommt dann dort an, dann muss es erst einmal in ein Pyruvat umgewandelt werden, sozusagen, das wäre nur das Rohöl. Das muss dann noch ins Benzin umgewandelt werden, in Superbenzin. Und an der Stelle, dass es zu dieser Pyruvat-Umbildung kommt, wäre zum Beispiel jetzt Alpha-Liponsäure-Mennend wichtig, dass das ausreichend vom Körper zur Verfügung gestellt wird. Dann hast du genug Pyruvat, das kommt dann in die Zelle und dann wird es in die Elektronentransportkette eingespeist einmal. Das heißt, du hast jetzt zig dieser Elektronentransportketten in einer einzigen Mitochondrie. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz an, was eine Elektronentransportkette überhaupt ist. Das wäre jetzt die Elektronentransportkette. Wie gesagt, das sind viele Elektronentransportketten, die dort zum Zuge kommen in der Mitochondrie. Das heißt, eine Zelle hat tausende dieser Mitochondrien. Diese Mitochondrien haben wieder eine Vielzahl von Elektronentransportketten und alles dient nur dem einzigen Zweck, dass du ATP bekommst, deine Körperenergie. Schauen wir uns jetzt kurz an. Diese Elektronentransportkette, wie der Name schon sagt, Elektronen werden freigesetzt zur Energiegewinnung und es gibt einzelne Stationen, die werden meistens als Komplexe dann bezeichnet. Und diese Komplexe sind mehr oder weniger Enzyme. Da wird irgendwas oxidiert und reduziert und oxidiert und reduziert. Und bei dieser Oxidation und bei dieser Reduktion werden immer Elektronen frei. Das geht dann in diese Richtung. Da kommt es dann zu einer Energieausschüttung. Und bei jedem diesen Schritten, wo Elektronen freigesetzt werden, wird Wasserstoff nach unten abgegeben. Wasserstoff will wieder rein, setzt wieder Elektronen frei und am Schluss sammeln sich noch gewisse Wasserstoffatome. Die gehen dann in die ATP-Synthase, das ist auch wieder ein Enzym. Das könnte man sich wie so einen kleinen Rotor vorstellen. Die gehen dann dort alle rauf und dann kommt noch zusätzlich ATP raus. Das heißt, diese Elektronenkette ist einfach dafür verantwortlich, dass aus deinem Pyruvat-Benzin jetzt Strom gewonnen wird, könnte man so schön sagen. Also ATP wäre dann der körpereigene Strom sozusagen. Das wäre der Generator dann am Schluss noch, wo ATP gebildet wird und diese Kette setzt dann auch noch ATP frei und alles dient nur dem einzigen Zweck, dass du ausreichend Energie hast. Und wenn wir es uns jetzt anschauen, das Coenzym Q10 ist genau im Zentrum dieser Kette. Coenzym Q10, ein Enzym, das heißt, es spaltet wieder etwas auf, ist an dieser Stelle immanent wichtig, weil es einfach bei den ganzen Enzymen, 5 an der Zahl, 4, 5 Komplexe sind immer eingezeichnet, das heißt, meine werden immer zusammengelegt, die anderen Enzyme sind immer auf Proteinbasis, das Coenzym Q10 bildet hier die Ausnahme, das wird bei der Cholesterinsynthese gebildet. Das heißt, Cholesterin wird gebildet im Endeffekt und ein Zweig davon wäre Coenzym Q10. Das heißt, gerade wichtig jetzt für Leute, die zum Beispiel Cholesterinsenker nehmen, Statine, das heißt am Ast bei der Synthese, wo unten das Cholesterin rauskommt, wäre neben Ast dann das Q10 und das Statin würde den Stoffwechselablauf oben schon unterbinden. Das heißt, es werden natürlich nicht alle Abläufe im menschlichen Körper unterbunden, aber ein gewisser Teil davon. Das heißt, wenn Personen jetzt Statine einnehmen, vor allem dauerhaft, sollten sie natürlich zusehen, dass sie genug Q10 in der Ernährung haben und vielleicht sogar auf ein Supplement zurückgreifen. So, das wäre jetzt einmal das Wichtigste zu sagen jetzt im Körper selber. Bei der Energiebereitstellung immanent wichtig, dass körpereigene Q10, dass es ordnungsgemäß gebildet wird und dass du einen Teil natürlich in der Ernährung hast und dass, wenn es zu gewissen Symptomatiken kommt im menschlichen Körper natürlich, dass du mit dem Q10 dann einmal vielleicht etwas verstärkt darauf gehst einmal. Bei was für Körperbaustellen ist es jetzt wichtig, dass du ordnungsgemäß viel Q10 hast, vor allem wenn es da Problematiken gibt. Vielleicht solltest du vielleicht verstärkt nachher mit Q10 reingehen. Studien unten verlinkt, schauen wir uns jetzt kurz an.
und vor allem eine kleine Erklärung dazu, warum es gerade dort so positive Auswirkungen hat. Gerade beim Herzen natürlich. Beim Herzen hat es natürlich hervorragende Wirkung, ist das Q10, weil gerade die Mitochondrien des Herzmuskels eine ziemlich hohe Stückzahl erreichen können. Das heißt, Muskelzellen haben ein paar tausend Mitochondrien, 2.000, 3.000, aber gerade die Herzmuskulatur kann bis zu 5.000 Mitochondrien haben. Das heißt, da wird weitaus mehr Leistung erbracht. Natürlich, das Herz muss die ganze Zeit pumpen und es muss immens viel Energie natürlich bereitgestellt werden. Und wie gesagt, gerade Q10 ist jetzt der Schlüssel in der Mitte dieser Elektronenkette. Als Antioxidant natürlich auch hervorragende Wirkung dort an dem Bereich, aber fürs Herz natürlich gerade wichtig, weil extrem viele Mitochondrien dort verbaut sind in der einzelnen Muskelzelle. Zweiter Bereich, wo es auch sehr gute Wirkung zeigt, wie gesagt, Forschungsartikel unten verlinkt, das wäre bei der Lunge. Da wäre jetzt eher die antioxidative Wirkung vermutlich im Vordergrund vom Q10, denn natürlich die erste Station, wo freie Radikale in den Körper eindringen können, da haben wir es, die freien Radikale, ist natürlich über die Atemluft, geht sofort in die Lunge, geht aufs Lungengewebe, auf die Lungenzellen. Und in dem Bereich natürlich ausreichend Q10 zu haben, ist eine hervorragende Idee als Antioxidant jetzt. Wie gesagt, schützt natürlich auch die Lipidschicht jetzt vor freien Radikalen, dass es gerade bei den Lungenzellen nicht verstärkt zu Beschädigungen kommt. Antientzündliche Komponente, eine hervorragende Wahl natürlich auch bei dem Bereich jetzt. Der dritte Bereich, jetzt im ganzen Körper wird natürlich alles wieder mit Blut versorgt werden müssen, nicht nur mit Atemluft über die Lungen, sondern natürlich dort wird nur der Sauerstoff aufgenommen, wird ins Blut abgegeben und die ganze Blutbahn sollte natürlich auch ordnungsgemäß funktionieren. Und dort hat natürlich Q10 jetzt auch hervorragende Wirkung, wie gesagt, Forschungsartikel unten verlinkt. Und da geht es jetzt gerade um die Endothelzellen. Das ist ein gewisser Bereich in der Blutbahn und der sollte jetzt natürlich schön geschmeidig bleiben, dass die Blutbahnen jetzt, denn nicht nur das Herz pumpt das Blut weiter, sondern die Blutbahnen selber steuern da auch noch was bei an Kontraktion, dass es sozusagen dann weiter gepumpt wird, das Blut, das muss geschmeidig bleiben und da sind gerade die Endothelzellen im Vordergrund und Q10 ist auch ein hervorragendes Mittel, dass die ihre Arbeit ordnungsgemäß ausführen können. Wichtig ist natürlich, was eiert alles in der Blutbahn rum, gewisse Fettbestandteile natürlich und da geht es jetzt gerade in die Lipidperoxidation natürlich rein, das muss nicht nur bei der Zelle jetzt bei den Phospholipiden zum Tragen kommen, denn natürlich Fettbestandteile, die durch die Blutbahn eiern, können auch oxidieren. Genug Q10 würde das bis zu einem gewissen Grad dann natürlich unterbinden. So, das war jetzt ein bisschen viel Biochemie, einfach mal runtergerissen. Q10 ist einfach ein Unikat im Stoffwechsel jetzt für die Energiebereitstellung und hat noch sekundäre Schutzfunktionen jetzt als Oxidant, als Antioxidant sozusagen, gerade für die Fettkomponenten und gerade in gewissen Körperstellen. Und da sollte man zusehen, dass man es genug in der Nahrung hat und vielleicht, wie gesagt, wenn Problematiken vorliegen, vielleicht, dass man mit Q10 sogar etwas nach oben geht. So, Coenzym Q10 ist also eine wichtige Sache. Jetzt schauen wir uns einmal kurz an, wo kriegt es der Körper her? Ich habe es ja schon angeschnitten. Als erstes, er stellt es einmal selber her. Aus zwei Komponenten besteht das Teil dann. Und das wäre das Benzokinon, das wäre sozusagen der Hauptteil und dann eine Isoprenoidkette ist dran geheftet und dann haben wir das Molekül Coenzym Q10, also Ubiquinon. Ist ein Teil der Cholesterinsynthese oder besser gesagt ein Seitenzweig bei der Cholesterinsynthese und wie vorhin schon erwähnt, gerade bei der Einnahme von Cholesterinsenkern, bei Statinen, kommt es auch zu einer Unterproduktion, könnte man so schön sagen, von Q10 dann natürlich, weil es oben enzymatisch abgebrochen wird durch das Statin und unten kommt dann weniger Cholesterin raus, aber im Seitenarm auch weniger Q10. Und bei der ganzen Synthese von Coenzym Q10 im menschlichen Körper ist ein Schlüsselvitamin das Vitamin B6. Wenn das nicht ausreichend vorhanden ist, ist ein wichtiger Kofaktor, dass es der Körper selber herstellen kann, das Q10. Also ein Auge auf B6 für die körpereigene Produktion sollte man an der Stelle auch haben. Dann gibt es natürlich noch bestimmte Lebensmittel, wo es verstärkt drinnen ist und die gute Nachricht ist, Q10 ist relativ breit aufgestellt. In der tierischen Abteilung sehr gut vertreten sogar. Fisch enthält zum Beispiel auf 100 Gramm 6,4 Milligramm, je nach Fischart. Sardinen, Makrelen haben so die Höchststände. Fleisch, Geflügel, Eier enthalten zwischen 3,3 und 1,8 Milligramm pro 100 Gramm. Geflügel etwas weniger. Bei Fleischprodukten natürlich die Innereien. Jetzt sind der Speicher auch vom Tier, auch vom Q10, da ist weit mehr drinnen noch. Ist halt kulinarisch nicht so ansprechend.
Die typischen Gemüsesorten, welche jetzt verstärkt Coenzym Q10 beinhalten, wären zum Beispiel Brokkoli mit 0,8 Milligramm auf 100 Gramm. Spinat hat noch relativ viel, Paprika, die wären so zwischen 0,8 und 0,4. Wenn du jetzt ein Supplement einnehmen willst, wie gesagt, unten Studienergebnisse unbedingt anschauen, bei einer gewissen Symptomatik, wie viel ist verabreicht worden, mit was für einem Effekt kannst du rechnen. Wieder natürlich abhängig von, wie viel hast du in der Ernährung drinnen, wie viel kannst du selber bilden, was hast du für eine Körpergröße, Mann, Frau, immer schwer zu sagen, deswegen eine pauschale Aussage relativ schwierig. Was aber wichtig ist an der Stelle, es gibt ja verschiedene Formen von Supplements, da gibt es auf der einen Seite das Ubiquinon und auf der anderen Seite gibt es das Ubiquinol. Kann beides vom Körper sehr gut verstoffwechselt werden, aber das Ubiquinol ist noch einen Tacken besser, denn das Ubiquinol hat jetzt im Gegensatz zum Ubiquinon schon die zwei Elektronen aufgeladen. Das heißt, es ist schon energiegeladen, könnt ihr euch vorstellen, an der Stelle, das wäre die geladene Batterie und die andere wäre eben noch zum Aufladen vom Körper, aber ansonsten haben sie an und für sich die idente Wirkung. Wichtiger Forschungsartikel auch noch unten verlinkt, sehr interessant und spannend einmal zum Drüberschauen, wie werden überhaupt diese Supplements hergestellt aus Fermentation, dass man vielleicht die Qualität etwas besser abschätzen kann. Wie gesagt, sehr interessant, mal drüber schauen. Wichtige weitere Videos, oben in die Infobox geknallt, natürlich jetzt mein vorhergehendes Video zur Alpha-Liponsäure, denn nämlich die Alpha-Liponsäure, habe ich ja vorhin erwähnt, arbeitet sehr gut Hand in Hand jetzt mit dem Q10 im menschlichen Körper bei der Energiebereitstellung, dass das Pyruvat gebildet wird, dafür wäre eher die Alpha-Liponsäure verantwortlich und dass ordentlich Energie daraus bezogen wird, ist das Schlüsselmolekül dann das Q10. Damit du selber vom Körper natürlich ordnungsgemäß herstellen kannst, ist B6 äußerst wichtig, deswegen auch oben ein Video reingeknallt. Kurz einmal drüber schauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt in die Kommentare knallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.